haben die halt gefragt, wer ist der Behaarteste in der Band? Da hat er sich gemeldet. Macht sie mal kurz Platz, damit die Lena nicht nass wird und vielleicht nimmt sie sie einfach in eure Mitte. Hallo, hallo. Lena, herzlich willkommen. Entschuldigung, schon wieder schlechtes Wetter. Ja. Ja, wir haben gerade über Backs hatte ich extra nochmal enthaart im oberen Körperbereich. Eigentlich ganz Körper, oder? Nicht nur da. Ja. Dass das nicht schief geht. Entschuldigung, dass das Wetter schon. Also, ja, du musst dich nicht fürs Wetter entschuldigen. Dass du hier leiden musst ein bisschen. Aber ja, schön, dass du hier bist. Ist halt doof wegen Haare und so, ne? Man macht sich so schön und dann werden die wieder hässlich. Das kriegen wir wieder mit. Lena hat ja im Vergleich zu euch übrigens letztes Jahr tatsächlich 2 1Live-Kronen mitnehmen können. Wenn du nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, an was erinnerst du dich als erstes, wenn du ans letzte Jahr denkst? Wart ihr eigentlich gerade im Interview? Ja, macht aber nichts. Ist ja voll asozial. So, kennt ihr euch denn? Nein. Nee. Hallo. Nein, dann hallo. Hallo. Jupiter Jones, Lena. Hallo. Moin, Sascha. Hallo. Moin, Marco. Ist das geil? Ist das geil? Ja. Aber du bist zumindest erfahren, das interessiert die Jungs aber auch. Die Frage nämlich wäre, wenn es ja dann heute wieder nach der Show in Richtung Party geht, wo du ja letztes Mal auch freundlicherweise mitgemacht hast und gut dabei warst, was ist denn so am Morgen danach? Wie hast du, wie machst du dich da wieder fit und was würdest du den Jungs als Tipps mitgeben, wenn die heute ein ich gehe morgens zum Yoga. Ja. Leute. Wir haben noch nie gefeiert, deswegen holen wir uns gerne Tipps ab, wie man denn am nächsten Morgen so damit umgeht. Ja, als also Gruppentherapie? Ja, ein Yoga-Studio. Finde ich schon mal einen guten Ansatz. Ich glaube, dieser Kranich, den macht man so, guck mal. So, ne? Ist das der Kranich, kann das sein? Ja, es gibt dann noch so den Down Dog. Tschüss. Okay. Und dann die Cobra. Okay. Und das hilft gegen Kater? Das hilft gegen alles. Das lässt deine Seele in einen Einklang. Ziemlich dem Dex schon morgen. Machen wir das morgen. Ja, sicher. Komm. Abgemacht. Jupiter Jones nehmen die Tipps von Lena gerne an. Viel Spaß bei der Show und viel Erfolg. Vielleicht klappt das ja mit der 1Live-Krone für die beste Single Taken by a Stranger. Ihr seid direkte Konkurrenten nebenbei bemerkt, ja. Ich würde sagen, mit die beste Single mit Still und so, ne? Ja, schön. Ich habe ja gesagt, ihr seid im direkten Wettbewerb zu einer Single Taken by a Stranger. Das Voting ist seit 12 Uhr abgeschlossen, Gott sei Dank. Jetzt aber nichts wie rein mit euch. Wir reden später ausführlich auf der Party. Ja. Jupiter Jones und Lena. Ja.